Mein Name ist Willi Mora und herzlich willkommen zu 2 Minuten Network Quickie. Ich habe heute einen Doktor an meiner Seite und Herr Doktor, mir tut's hier weh und da weh. Was könnte das sein? Wir Doktoren gucken ja bekanntermaßen immer ein bisschen tiefer. Erzählen Sie doch mal ein bisschen. Also ich glaube doch, der Finger ist gebrochen. Wolfgang, du bist ja jemand, der ja aussieht wie ein Deutscher, aber dein Herz ist ja der Italiener in dir. Du bist ja sehr groß in Italien. Warum Italien? Ist über den Magen gewachsen. Also du isst auch gerne Rigatoni Quattro Formaggi und Pizza Margherita? Weniger. Ich halte es mehr mit der Bistecca Fiorentina, weil das dieses richtig wunderschöne große Stück Fleisch ist. So dick. Oh. Ist auch gut, dass man also das mit dem Restaurant bei uns gleich wieder ordentlich einsetzen kann, denn das treibt ja natürlich diese Harnsäurewerte ein bisschen hoch und mit Restaurant baut man sie sofort wieder ab. Kein Problem. Okay, aber du bist ja auch nicht nur ein Produktuser, sondern du hast ja auch was in der Firma erreicht. Du bist sehr fleißig, du hast eine Organisation aufgebaut. Aber was mich besonders fasziniert, ist, du hast eine Organisation in Italien aufgebaut. Wie macht man das? Ganz einfach. Ich habe, als ich mit der Universität fertig war, so das Glück gehabt, dass ich so ein paar Monate in Italien verbringen konnte. Und habe da in 3 Monaten so viel Italienisch gelernt, vor ungefähr 30 Jahren, dass ich das heute ganz gut einsetzen kann. Und nachdem ich so eine bestimmte Stufe in unserem Unternehmen erreicht hatte, 11 Monate hat es gedauert bis zu dieser Stufe Präsident, da habe ich mir gesagt, jetzt kann ich mir einen Spaß erlauben. Jetzt kann ich das machen, was ich immer gern machen möchte, nämlich in das Land gehen, wo es die beste Küche der Welt gibt. Das hören die Franzosen aber jetzt wahrscheinlich nicht gern, wenn du Italien sagst, oder? Warum sollte man nicht davon ausgehen, dass auch die Franzosen noch was dazulernen können? Ich erinnere an Katharina di Medici, die schließlich mal die Küchenkultur nach Frankreich gebracht hat. Also die Franzosen haben das wirklich nicht drauf. Okay, gut. Nö, so will ich das gar nicht sagen. Also immerhin hat Katharina di Medici 200 Köche nach Frankreich mitgenommen. Und von den Köchen aus Italien haben die Franzosen unglaublich viel gelernt. Also man findet in vielen Bereichen auch eine ganz ordentliche Küche in Frankreich. Aber mit der italienischen natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Heißt es nicht immer, viele Köche verderben den Brei? In dem Fall nicht, weil die sich natürlich über das ganze Land verteilen. Ah. Und sie haben dort eine gewisse Kultur, aber eben bloß an einigen Stichorten entwickelt. Also eigentlich können die Franzosen ja auch das nur gelernt haben, weil das alte Römische Reich ist ja schließlich viel älter gewesen als das Französische. Das ist das eine. Und dann kommt ja hinzu, es gab ja dann auch irgendwann immer noch diesen Beisatz, das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und vielleicht kam dann auch so dieses, was so diese Ordnung in die Küche gebracht hat. Dass sich das so über das ganze Land so wunderbar verteilt hat. Dass man in jeder Region Italiens fürstlichst essen kann. Und da wollte ich hin. Also, er hat eine ganz klare Zielsetzung gehabt, warum du nach Italien wolltest. Und ich glaube, das ist auch dieser brennende Verlangen, dieser Wille, weswegen man da hin möchte. Wie hast du denn das angefangen, das zu machen? Wie waren deine ersten Schritte? Wo hast du die Italiener dort her? Ich hatte natürlich aus meiner Studienzeit von damals, das war 1981, noch ein paar Grundkontakte. Daraus ist übrigens, kann ich sagen, wirklich nichts geworden. Aber über die habe ich andere Kontakte bekommen. Und da ist dann natürlich auch immer, also man muss auch bloß einfach mit den Leuten reden. Wenn man die besten Produkte der Welt hat und das weiß, dass man sie hat, muss man das den anderen Leuten doch bloß erzählen. Und selbst wenn die bloß dann erstmal selbst Produkt-User werden, dann kennen die aber auch Leute, die das brennende Verlangen haben, etwas zur Verbesserung ihrer sonstigen Lebensqualität zu tun. Und die habe ich dann gefunden darüber. Also ist das eigentlich der völlige Klassiker? Du hast Leute angesprochen von früher, von die du kanntest, also die Liste Leute. Und darüber sind dann Leute entstanden über diese Kontakte. Und mit denen hast du es dann gemacht? Für mich ging es nur so. Ich bin ja nicht der Mensch, also ich bin in dieses Geschäft gekommen, da war ich ja bereits im gesegneten Alter von 55 Jahren. Und für mich war das ja eine völlig neue Erfahrung. Ich habe vorher ein völlig anderes Business gemacht. Ich kannte Network Marketing nicht, beziehungsweise das, was ich von Network Marketing wusste, glaubte zu wissen, muss ich mich korrigieren. Das war ja eher so, dass das für mich total abtörnend war. Und so richtig fremde Menschen so auf der Straße anzusprechen oder wo auch immer, wäre für mich zumindest damals nicht das Geeignete gewesen. Heute hätte ich damit übrigens keine Probleme mehr. Also man lernt auch als lebensälterer Mensch in diesem Geschäft noch unglaublich viel dazu. Also du bist wirklich jemand, so ein richtiger Kontaktmacher auch. Du gehst jetzt raus und sprichst italienische Frauen an? Oh, gerne. Una bella donna italiana, una ragazza. Ah. Wo arbeitest du denn in Italien? Hast du da irgendwelche Städte, die besonders gut funktionieren? Mein Ausgangspunkt war erstmal das Friuli-Gebiet. Das ist für die Nicht-Italiener? Das ist im Norden Italiens gelegen und wenn man in die äußerste
in die äußerst östliche Ecke Italiens geht, also so in Richtung Slowenien, da liegt Friuli. Gibt übrigens einen wunderbaren Wein dort. Exzellente Regionalküche, kann ich auch jedem nur empfehlen. Da ist nicht weit entfernt Venedig. Hauptstadt ist Udine, Udine Calcio, für diejenigen, die sich mit Fußball auseinandergesetzt haben, sicherlich gut bekannt. Also man findet dort was. Das war so der erste Ausgangspunkt. Da hat sich so die erste Struktur entwickelt, da ist jetzt auch der erste Präsident entstanden. Übrigens interessanterweise, Network ist ja ein Duplikationsgeschäft. Auch mein erster Präsident in Italien hat sich innerhalb von 11 Monaten zum Präsidenten entwickelt. Der ist aber früher schneller gewesen, oder? Vorher, in seinem vorigen Geschäft, kann ich nicht sagen. Aber nein, ich meine, du, wenn du das in 5 gemacht hättest, hätte er auch 5 gemacht. Ja, mein Gott, also da sage ich, ich habe ja auch erst mit 55 begonnen, die Fitline-Produkte zu nutzen. Da war ich einfach noch nicht so weit, dass ich das körperlich machen konnte. Jetzt werde ich im nächsten Jahr, im Februar 60, jetzt würde ich mir das zutrauen. Ich habe ein bisschen dazugelernt. Ist jetzt, wenn ich mit italienischem Network anfange, gibt es dort so einen Unterschied? Also viele Networks gehen ja nicht auf die regionalen Unterschiede. Was muss ich beachten, wenn ich in Italien arbeite? Wo ist der Unterschied, als wenn ich in Deutschland was mache? Einen prinzipiellen Unterschied gibt es überhaupt nicht. Sondern was einfach das Grundlegende in Italien ist, was mir so unglaublich viel Spaß macht, die Italiener sind erstens unglaublich aufgeschlossen gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln. Habe ich mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen können, weil ich immer die Vorstellung hatte, in Italien gibt es diese wunderbare mediterrane Kost. Also man spricht ja auch von einer mediterranen Diät, also mit viel Olivenöl und gesundem Fischöl, also dass sie sowieso mit diesen Dingen wunderbar versorgt sind. Also dass ich so für mich die Konstruktion im Kopf hatte, die brauchen das eigentlich gar nicht. Stimmt nicht, das ist natürlich völlig dummes Zeug. Die Italiener brauchen das genauso, weil der Großteil der Menschen natürlich sich nicht aus dem eigenen Garten selbst versorgt, wie ja auch bei uns nicht. Und auch nur die wenigsten wohnen so dicht am Meer, dass sie ihren Fisch morgens aus dem Meer raus angeln. Das heißt, die haben genau den gleichen Grundbedarf wie wir hier auch. Die ernähren sich in der Masse genauso schlecht wie wir auch. Haben aber den wesentlichen Vorteil, wenn man es jetzt vom Geschäftlichen her betrachtet, die haben ein wesentlich schlechter funktionierendes Gesundheitssystem. Das heißt, die sind viel stärker darauf verwiesen, sich selbst besser zu versorgen, sich selbst also wirklich gesund zu erhalten. Das war der eine ausgesprochen positive Ausgangspunkt. Und dann gibt es noch genau aus diesem Grunde auch eine Kultur. Das sind diese sogenannten Erboristerie, also diese vielen kleinen Läden, die dort Kräuter und anderes verkaufen zur Gesunderhaltung. Der Art Tante-Emma-Laden? Tante-Emma-Laden, ja, findet man in jeder größeren Stadt. Und die haben so das Bewusstsein für die Menschen schon geschärft, dass es etwas gibt außerhalb der pharmazeutischen Industrie, was dazu beiträgt, die Leute gesund zu erhalten, unter Umständen sogar gesund zu machen. Also du bist, sage ich mal, sehr auch von den Produkten und von der ganzen Materie sehr begeistert. Und man sieht das in Italien, dass das ein Thema ist. Ich mache ja viele Quickies, aber dass mir jemand, sage ich mal, so stark wirklich Produktverliebtheit und für den Markt, das ist sehr selten halt. Ne? Ja, also ich wäre, wenn diese Produktverliebtheit nicht wäre, muss ich sagen, gar nicht zu dem Geschäft gekommen. Ich habe ja im Jahr 2006 gar kein neues Business gesucht. Sondern was mich dazu gebracht hat, war einfach nur das Geschäft. Ich hatte nämlich einen riesigen Glücksfall im Jahr 2006. Welchen? Bluthochdruck. Ha, super. Ja. Und mein Arzt, ich war damals 55 Jahre, also eigentlich noch ein relativ junger Kerl, sagt mein Arzt zu mir, misst den Blutdruck, sagt, mein Gott, du hast jetzt ein echtes Problem und in deinem Alter geht das nur noch mit Beta-Block an. Jetzt habe ich ja unter anderem auch mal Biologie studiert, konnte also ganz gut was damit anfangen, was das bedeutet, Beta-Blocker. Für uns Kerle hat das ganz unangenehme Nebenwirkungen. Und die sind genau, wo auch immer du hingeguckt haben magst. Und im jugendlichen Alter von 55 Jahren will man das doch nun wirklich noch nie eingehen. Und Biologie habe ich studiert, wie ich schon sagte, habe ich mir gesagt, es gibt hundertprozentig etwas, was geeignet ist, auf natürlicher Basis diese Probleme zu lösen. Ich habe es gefunden. Fitline. Ich sag mal, was man hier sehr stark lernt oder auch sieht, ist halt, man muss begeistert sein in den Produkten und du redest auch sehr gerne, wie ich auch, stelle ich fest. Also das ist auch so eine Leidenschaft von dir, glaube ich, oder? Hat sich entwickelt über das Netzwerk. Man kommt gar nicht dran vorbei. Also ich habe da so was Neues für mich entdeckt.
weil mein Geschäft, was ich vorher gemacht habe, das hing eigentlich mehr so damit zusammen, eine Analyse zu etwas zu machen. Ich habe in meinem früheren Leben mich mit dem Bau von Großkinos, diesen sogenannten Multiplexen, beschäftigt. Und da geht es darum, da guckt man irgendwo hin, ist das von der soziologischen Struktur her geeignet, dass man da so ein Großkino baut, ist es dazu nicht geeignet? Und wenn ja, dann muss man dafür sorgen, dass das Ganze dann finanziert wird, also dass man Leute findet, die das unter... Also in gewisser Weise, fällt mir gerade ein, hat das ja auch schon was mit Network zu tun. Das ist so an. Ich bin auch ein bisschen anders. Aber es ist mehr eben so dieses analytische Moment dabei. Und sagen wir mal, was das mit dem Sprechen zu tun hat, da sitzt man dann mit Fachleuten am Tisch, Fachleuten aus allen möglichen Bereichen, mit Architekten, mit Stadtplanern, mit Politikern unter Umständen. Man sitzt mit den Bauleuten natürlich zusammen und mit wem auch immer. Man sitzt mit den Bankern zusammen und man spricht dann immer ganz konkret auf eine Sache bezogen und versucht, die davon zu überzeugen. Also insofern ist es vielleicht auch was. Aber ich kann nie sagen, dass ich jemals, wirklich jemals dabei so viel Spaß hatte, wie mir das in diesem Geschäft heute bereitet. Also würdest du sagen, wenn du einen Tipp hast an neue Starter, man soll mit Begeisterung und Spaß dabei sein? Also für mich hätte es überhaupt nicht anders funktioniert. Aus heutiger Sicht, übrigens muss ich noch eines dazu anfügen, ich war von 2006 bis Ende 2007 eigentlich reiner Nutzer. Jetzt könnte ich aus heutiger Sicht natürlich sagen, ich habe fürs Geschäft mindestens 1,5 Jahre verdaddelt. Denn die Entscheidung für das Geschäft ist dann erst genau eigentlich so am 3. Januar 2008 gefallen. Auch den Termin habe ich noch ganz gut im Kopf. Dann aber mit voller Überzeugung, weil ich wusste, ich habe die besten Produkte der Welt. Ich sagte ja schon, ich bin vorher immer sehr analytisch an die Dinge gegangen. Übrigens daran bin ich sehr analytisch gegangen. Denn bevor ich wirklich diese definitive Entscheidung getroffen habe, habe ich nochmal so einen großen Ausflug gemacht, so über den großen Teich, weil ich ja... diese Vermutung hatte, dass man dort vielleicht noch etwas findet, wo vielleicht bessere Produkte sein könnten. Nachbarsgarten. Bewirken könnten. Und wo vielleicht auch, weil ja schließlich da das mal entwickelt wurde, so als großes Geschäftsmodell, dass man vielleicht auch ein besseres Geschäftsmodell dort finden könnte. Und dann habe ich mir insbesondere auch jene Firmen angeguckt, die im Jahr 2007 hier auf den deutschen Markt oder auf den europäischen Markt rüberdrängten. Und ich bin mit einer unglaublich interessanten Erkenntnis zurückgekommen. Die wäre? Ganz einfach. Ich hatte bereits das Beste gefunden, weil sowohl von den Produkten als auch vom Geschäftsmodell konnte nichts von dem, was ich mir drüben angeguckt hatte, auch nur in die Nähe dessen kommen, dass ich mir gesagt hätte, das ist ein sinnvolles Business. Eine letzte Frage habe ich zum Schluss. Wenn ich heute neu einsteigen würde... in dieses Geschäft Network Marketing, was würdest du sagen, ist das Wichtigste, die ersten Schritte, die ich machen sollte? Guten Sponsor. Da haben wir schon 50 andere, haben das auch gesagt. Jetzt fragen wir mal, was unterscheidet... besten Sponsor. Was unterscheidet dich von allen anderen? Naja, also die Sache ist natürlich die, ich arbeite gern mit den Menschen. Ich habe unter anderem auch mal so eine Ausbildung als Lehrer. Also ich habe so zwei Studiengänge nebeneinander gemacht und einer meiner abgeschlossenen Studiengänge ist der Lehrerberuf gewesen. Ich habe das auch richtig gern gemacht. Ich konnte mir bloß nicht vorstellen, das bis zum 65. Lebensjahr zu betreiben. Also andere Leute dazu zu bringen, dass sie wirklich mit dem, was sie tun, erfolgreich sind, ist für mich eine unglaubliche Befriedigung. Und ich habe das auch gern, wenn die Leute dann besser werden als ich. Also hier ist jemand, der Erfolg gönnt. Er sagt, euch startet direkt, habt Spaß mit dabei. Und wie gesagt, wenn ihr... Kommt nach Italien. Also ich habe vorhin gesagt, die sind offener für die Produkte. Sie sind aber auch viel offener fürs Network Marketing. Was für eine Frauen, sind die auch offener? Sind die Frauen auch offener? Ja, unter Umständen, wenn du katholisch bist. Ich bin katholisch, römisch-katholisch. Bitte. Allerbeste Voraussetzung mit Gruß vom Papst dabei. Ah, super. Und allerdings ist es dabei ganz hilfreich, wenn du Haare hast. Hast du? Ja. Ich habe Haare. Genau. Und so ein bisschen Dynamik ist bei italienischen Frauen auch immer sehr hilfreich. Also wenn ihr nicht wegen, dem Geschäft nach Italien wollt, der Frauen wegen dann? Wegen der Küche. In der Küche. Also man sagt ja auch, also so Essen ist der Sex des Alters. Aber wenn man das beides miteinander verbindet, auch in der richtigen Reihenfolge, dann ist man allerbestens aufgestellt. Also das heißt, du spielst doch kein Golf? Ich spiele Golf, weil es ja auch den berühmten Spruch gibt, Golfers are better lovers. Und das stimmt übrigens. Echt? Verbessert die Durchblutung von Kopf bis Fuß. Und wenn man dann noch Activice dazu nimmt, doppelte Effekte. Also was soll man dazu mehr sagen? Es war sehr spannend mit dir, Wolfgang.
Man findet dich gerade wieder und ich bin total begeistert hier drüber. Wir könnten das noch länger machen, halt, aber dann wäre es kein Quickie mehr, sondern ein Longie und das wollen wir ja nicht halt. Nächstes Mal. Nächstes Mal halt. Ich bin gerne wieder dabei, war mir ein Vergnügen. Wir sehen uns. Ciao.